Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von War Thunder mit meinem Fluglehrer Skuldur. Hallo Leute. Ihr kennt ihn eh wahrscheinlich. Was müssen wir machen? Oh, die Bodenziele wieder zerstören. Bodenziele wieder zerstören, ja. Und es wird euch freuen, er hat dazugelernt. Ja, also ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Wahrscheinlich jedem. ja, in meinem ersten Video habe ich mich noch ein bisschen doof angestellt. Also es war zu erwarten, dass ich scheiße war. Aber ich habe einen Skuldur falsch verstanden. Und zwar, ich habe mit was habe ich gezielt? Mit diesem weißen Kreis hast du gezielt. Mit dem weißen Kreis habe ich immer in die Vorhalterichtung von den Gegnern gezielt, weil ich dachte, mein Kreis muss in deren Kreis sein. Also so ungefähr, warte. So. Nur, dass ich diesen Kreis in dem Kreis habe. Aber das stimmt ja nicht. Ich muss dieses X da haben. Sehe sie schon, treffig war es. Wuhu! Das ist so einigermaßen. Und ich schieße wieder wie ein Verrückter auf den und der geht einfach nicht drauf. Ja, bei mir geht er auch nicht drauf. Aber ich habe auch so ein Kackding. Oh, er stürzt ab. Nee, er stürzt so nicht. Ich dachte echt, dass er abstürzt. Mein Gott, Alter, schießt irgendwas hinter mir auf mich? Oh, Flugzeug zerstört. Alter, bin ich gut. Wuhu! Alter, ich wäre so ein richtiger Warfunter-Profi. Der hinter dir ist ein Gegner. Was? Nein, ich will nicht. Genau, und er hat noch dazu gelernt, mit C darf er sich umgucken. Das habe ich vergessen. Alter, das war zu spät. Ich dachte, ich habe so ein Kanon. Ja, das war eine B-110 und die hat schon 20mm Kanonen auf dem BR. Alter, ich finde das immer so unfair. Das ist so Schrotpatronen. Das sieht immer aus, als würde da voll die Salve tun sie da immer raushauen. Voll heftig. Okay, gehen wir auf die Bodenziele gemeinsam wieder oder wie schaut's da aus, oder? Ich will hier gerade noch eine von der 10 killen. Warte, ich helfe dir mal. Ich flieg mal hinter dir, ist irgendwas, glaube ich. Ja, hinter mir ist ein Gegner. Oh! Oh. Bist du weg? Ja gut, ich habe noch mitgenommen, aber der hinter mir... Ja, dann dreh ich mal ab. Boah, ich mach mich... Boah, das war jetzt... Wo kommst du? Fliegen wir mal gemeinsam. Wo bist du denn? Ja, warte, ich spawn erst... Chill. Da bist du. So, jetzt bin ich da. Ich komme. Ich flieg zu dir, mein Kollege. Wo schießt du denn hin? Ach, da ist ein Bomber. Ich drehe, ich wende. Wo willst du denn hin, zu dem Boden? Ganz rechts. Ja, da wäre. Ja, da sollten wir vielleicht DH-112 weghauen. Und Fufu. Fufu? Außer er zieht jetzt Leine. Ja gut, aber ich glaube, da ist der andere doch dahinter. Ja. Der fliegt ja nicht in. Der fliegt ja nicht in die Richtung, oder? Nee, dann gehen wir auf die Bodenziele dort. Warum bist du immer so schneller als ich? Das nervt mich voll. Weil du in einem Doppeldecker hockst, glaube ich, oder? Nee. Nee, warte, du hast das gleiche Flugzeug. Ich hab's ausgebaut. Ich hab bessere Motoren. Oh, leck. Ich glaube, also, bei dem habe ich auch schon alles, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich bin mir nicht sicher. Der hat ja schon alles zerstört. Der Johnny Jack Frost hat doch schon alles gemacht. Oh Gott, gerade so erwischt. Muss man die Flachs eigentlich bei sowas dann auch zerstören oder nicht? Gönnen die dazu? Ja. Schon. Ja, einfach alles zerstören. Alles, was auf dem Boden rumkriecht, eine rote Markierung hat. Komisch. Ach, da hinten wäre noch Artillerie gewesen. Was hier? Dreck. Alter, die hält so. Uhu. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da kommen langsam Gegner, die. Weg. Diese Überlastung. Ich habe immer Angst, dass ich gleich in Unmacht falle. Du bist wieder 2 Kilometer von mir weg. Verdammte Scheiße. Warte, ich fliege einen Bogen. Ich hoffe mal, dass es für die Zuschauer, also die jetzt bei mir gucken, nicht so langweilig ist, weil es sind wahrscheinlich ziemlich alle weiter als ich. Und dann gucken die alle so einen Anfänger. Nee, ist aber eigentlich immer wieder interessant, mal so ein bisschen die ersten Flugzeuge zu sehen. Ja, ich hoffe, dass sie vielleicht sagen, hey, cool, ist bestimmt mal lustig, so einen Noob zuzugucken, ja. So einen Anfänger. Oh, ein bisschen Hoffnung. Vielleicht funktioniert's ja. Und der liebe Herr Skuldur ist momentan sehr am Rumprobieren, damit er mal Livestreams hinbekommt. Wäre mega geil. Also ja, mich würde's freuen. Ich glaube, die meisten wird's auch freuen. Mich jetzt auch freuen. Gehen wir auf den Notombo oder? Ja. Ich glaube, der ist auch. Versuch's gut. Zumindest, aber ich mach einfach keinen Schaden. Ja, Treffer. Ich versuch's auch mal. Oh, da ist noch einer. Oh, ich habe auch getroffen. Fang halt endlich an getroffen. Zu brennen oder sowas.
Das ist der Wahnsinn, wie viel getroffen? Ich da rein muss. Ich habe ihn auch getroffen, aber der schießt wieder nach hinten. Blöde Wichser, ja, der wird wieder langsamer. Auch versuche. Geh halt drauf. Wo ist denn? Also die Schadensmodelle sind, glaube ich, total anders im Arcade als im Realismus. Aber ich habe auch schon mega getroffen bei das dem jetzt. Das ist der Wahnsinn. Ich muss einmal, viermal nachladen, bis die... Und er rammt ihn. Oh mein Gott. Oh. Aber ich habe den auch voll... Wollen wir uns die zwei da hinten vorknüpfen? Können wir machen, ja. Oder wollen wir auf die Bodenziele gehen? Eigentlich wäre Bodenziele fast wichtiger. Oh, Bodenziele. Ne? Zum Verlieren. Ah, okay, oh, ich glaube, mein Motor ist ausgefallen. Das ist ewig zu weit weg. Schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, was sind die restlichen Bodenziele? Da hinten, die Flachs oder wie von denen? Direkt bei mir, wo ich abstürze. Geh drauf, du scheiß Panzerwagen. Ich ramm dich. Da, wo ich drüber geflogen bin. Ja, drück einfach mal Mausrad. Ich hab's, ich hab den Panzerwagen zerstört. Wuhu! Warum brauche ich eigentlich? Aufpassen, dann sind da einige Gegner. Ja, ich sehe es. Oh, jeder Gegner muss noch einen angreifen, einen zerstören, dann haben wir verloren. Ja, das haben wir. Und es ist, glaube ich, bald der Fall. Ja, wir haben, glaube ich, sowieso verloren. Wow, ja, Geschwindigkeit niedrig. Nein, da will ich noch irgendwas mit. Oh, oh. Nein, ich will nicht noch sterben. Hör auf. Oh, Gott sei Dank. Das war jetzt knapp. Es zählt nicht mehr. Ja, aber ich bin nicht gestorben, also. Gerade noch so nicht. Überspringen. Oder nicht? Sollen wir mal gucken? Mhm, Verstein. Mhm. Gut, nichts. Möchtest du jetzt nur eine Runde aufnehmen oder möchtest du dann gleich ich weiß zwei Runden aufnehmen? Wie machst denn du das immer? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich mache immer eine Runde, aber eine weil Runde, ich meistens Panzer spiele, dauern die auch immer länger. Ne? Und im Realismus fliegen dauert natürlich auch immer wieder ein bisschen länger. Ach, weißt du was, dann habe ich mehr Folgen. Ich glaube, ich lasse das mal immer bei einer Runde. Wenn ihr wollt, dass ich immer zwei nacheinander mache, dann schreibt es in die Kommentare und genau. Dann mache ich mal zwei. Aber erstmal belasse ich es bei einer und bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe auf viele Tipps unten in den Kommentaren und ja. Ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao.